weiß nun eigentlich nicht, was nun eigentlich nach 1945 groß zu berichten sei, wenn man nicht den einen Punkt herausziehen, unser Kampf gegen die Gemeinschaft, gegen die beabsichtigte Konfessionsschule, den wir als Stelldorf geführt haben, als einzigster Distrikt benannt wir uns damals. Ja, ne, vielleicht könnten wir das erstmal so machen, dass, Sie nochmal so erzählen von Ihren persönlichen Werdegang, wie der jetzt nach 45 ausgesehen hat. Wir sind ja letzte Mal so bis Kriegsende gekommen, wenn ich mich da recht entsinne. Und ja, wie dann hier so die Aufbauarbeit vorging, wie sich die Parteien neu gegründet haben. Und ja, da müssen wir schon gemeinsam aus dem Gedächtnis kramen, würde ich sagen. Mein persönlicher Werdegang ist so, ich hatte, glaube ich, gesagt, dass ich so im Juni, Juli als Amputierter noch auf Brücken zurückgekommen bin. Kam dann nicht mehr in meine Wohnung rein, auf der Duisburger Straße, wo ich von dieser Metzgersfrau, wir wohnten da ein Haus weiter neben der Metzgersfrau. Steht übrigens nicht im Telefonbuch, habe ich nachgesehen. Groß. Groß, ne? Groß hieß die Metzgersfrau. Groß. Gegenüber von Fellerer Bahnhof, ne? Ja. Wo jetzt hier heißt man übrigens. Ja. Groß. Groß hieß die. Nicht Groß hieß die. Das war nicht genau Groß. Groß. Ja. Letzte war Groß. Naja. Ich glaube mit Ihnen den letzten Woche. Becky Groß. Ja, Groß mit zwei S. Aber die schreiben die manchmal anders wie die Autos. Also ich hatte Groß in Erinnerung. Deshalb habe ich im Telefon, ich wollte nachforschen, ob da von der Familie, um da auch noch authentisch etwas zu kriegen, aber die Frau, die war damals wesentlich älter als ich. Ich glaube ja nicht, er ist, glaube ich, gestorben und die Frau, ob die noch lebt, glaube ich. Na, auf jeden Fall, ich hatte zu der Zeit, wann ist Lisa geboren? Rein aus 38, Lisa aus 41. Ja, und die Ilse, die ist Anfang 60. Also ich hatte zwei Kinder und kam nicht mehr in meine Wohnung rein. Dann habe ich natürlich durch Albert Leuchner, der damals im Wohnungsausschuss war. Arnold war im Wohnungsausschuss. Er war damals noch bei der Stadt. Habe ich denn zwangsweise eine Wohnung im Kalten Weg bekommen. Von einer älteren Frau. Die wohnte so ein halbes Haus, so kleine Häuschen. Die hatte unten zwei Zimmer und oben eins. Da musste sie das eins von oben und die beiden oben abgeben und ich kriegte von nebenan noch, von Wien ein. Da war so ein kleiner Durchbruch in der Ecke der Wand, da schlichen die Kinder dann durch ins Schlafzimmer. Naja, auf jeden Fall, durch Alfred bin ich dann da reingekommen und mein politischer Werdegang begann ziemlich früh. Auch als die Parteien noch nicht bestanden, haben wir uns natürlich sofort bei den Naturfreunden etabliert und da unsere Jugendarbeit gemacht. Und ich hatte damals die Naturfreunde-Jugend und wir hatten eine ziemlich große Gruppe. Ja, ja. Und ja, und als dann die Partei gegründet wurde, vergesse ich nicht, hatten wir bei Stachelhaus die erste Vorstandswahl, und ich weiß, ob die erste Vorstand, Notvorstand bestanden hatte, kann ich nicht mehr genau sagen. Und da war noch der Kampf zwischen Fritz Pröfkes und mir. Da schlug der Bernhard Wittaus den Fritz Pröfkes zum Leiter der Jungsozialisten vor. Und ich vergesse das nicht, als Alfred sagte, warum nicht Fritz Denks, der hat die Naturfreunde-Jugend geleitet, soll der das nicht machen. Ja, Bernhard Wittaus natürlich, Fritz Pröfkes war dem Bernhard Wittaus viel bekannter, weil ich ja in der Zwischenzeit, in der Nazizeit wenig in Mülheim war. Auf jeden Fall in der Kampfabstimmung habe ich den obsiegt und wurde dann Vorsitzender der Jungsozialisten und war von Anfang an ziemlich im Vorstand der Partei hier im, was man heute Unterbezirk nennt. Früher, wie nannten wir uns früher? Ortsverein, ne? Ja, insgesamt nannten wir uns Ortsverein und die einzelnen Städte waren Distrikte. Ja, und dann habe ich lange Zeit bei der Stadt, weil ich hatte ja schon erzählt, dass ich von Beruf Pflasterer war. Durch meine Amputation konnte ich nicht mehr in meinen Beruf. Wurde dann durch Bernhard Wittaus Empfehlung
bei der Stadt eingestellt und war beim Ordnungsamt bei der Meldestelle in Speldorf die erste Zeit. Kam hinterher zum Einwohnermeldeamt. Ja, und mein politischer Werdegang war dann so, dass ich erstmal 48 mit kandidiert hatte, das, wie du auch, und für die SPD als Stadtverordneter. Dann hieß es auf einmal, wir hatten schon fast unseren Wahlbrief fertig, da hieß es auf einmal, ja, waren schon Versammlungen, alles abgehalten. So 4 Wochen vor der Wahl kam dann raus, dass Angestellte der Stadt ab Gruppe 7 Angestellte überhaupt nicht durften, nicht in den Rat der Stadt, beziehungsweise durften kandidieren, aber mussten dann hinterher ausscheiden, falls sie gewählt wurden. Das galt damals für Alfred und für mich. Ich hatte inzwischen 3 Kinder, die Ilse war geboren. Ich stand jetzt vor der Frage, was machst du jetzt? Wirst du Stadtverordneter, kannst du nicht vom Leben. Da gab es 3 Mark oder 2,50 Mark damals für eine Stunde Sitzungsgeld und 10 Mark im Monat, ich weiß nicht, was es damals gab. Also Aufwandsentschädigung. Kannst du natürlich nicht vom Leben. Da bin ich zurückgetreten und an meine Stelle kam der Oskar von Felde. Oskar von Felde übernahm den Bezirk, den ich haben sollte, und hat den auch geholt. Und dann hat Töne mit mir gesprochen und sagte, wenn das bei der Stadt nicht geht, dann komm zur AOK. Da bin ich 1949 zur AOK gegangen und habe dann 1952 kandidiert und bin seit 1952 bis 1970 war ich im Rat der Stadt. Weil da musste ich raus, hatte ich glaube ich erzählt. Damals war es eben, ist auch heute noch in der SPD so, Doppelmandate waren nicht erlaubt. Damals kam aber der Antrag, dass wir raus mussten. Stand für mich die Frage ganz klar, was machst du jetzt? Bleibst du im Rat der Stadt oder bleibst du im Landtag? Ich hatte damals gerade 4 Jahre im Landtag gemacht, wusste also schon, dass es, wenn man so und so viele Jahre im Landtag hat, kriegt man später eine Rente. Durch meine viele politische Arbeit konnte ich auch bei der AOK, obwohl Töne und viele Genossen da waren, die in der Leitung waren, konnte ich aber eben auch nicht befördert werden. Ich sage auch heute im Grunde mit Recht, denn ich war ja wenig da. Man kann ja nicht jemanden befördern, nur weil er ein politisches Buch hat in der Tasche und bei der Arbeit nicht da ist. Weil ich eben durch meine politische Arbeit viel unterwegs war. Ja, und dann die Landschaft überall. Nee, da noch nicht. Damals noch nicht. Ne? Und bin auch nicht befördert worden. Und deshalb, aber im Landtag habe ich mir dann gesagt, ich war damals Gruppe 7, Herrgott, davon kriegst du keine allzu große Rente. Da habe ich mich natürlich entschieden, als es man mir die Frage stellt, entweder Stadtverordnete oder Landtag, habe ich mich natürlich für den Landtag entschieden und bekomme eben dadurch heute auch eine Rente. Das war die politische Laufbahn, bin also dann bis 1975 noch Landtagabgeordneter gewesen und seitdem politisch nicht mehr tätig, weder im Rat der Stadt noch im Landtag. Wohl weiterhin Mitglied in der SPD, inzwischen auch wieder in Hallstatt zum Delegierten gewählt. Doch? Ja, von 19 bin ich 20. geworden, aber da Gerd Müller als Vorstandsmitglied und die Hilde Berthold werde ich wahrscheinlich ordentliches Mitglied. Auf jeden Fall, wenn die nicht durch den Vorstand da sind, werde ich ordentlich. Das ist meine heutige politische Tätigkeit noch. Im Übrigen starb 1963 meine erste Frau, ich habe dann wieder geheiratet. Meine zweite Frau ist zwar auch der SPD mit beigetreten, aber meine erste Frau war eben, kam auch aus der sozialistischen Arbeiterjugend, Kinderfreunde, sozialistische Arbeiterjugend, war denn ihr ganzes Leben auch in der Arbeiterbewegung tätig. Es waren 2 Schwestern, die arbeiteten in Duisburg-Meinrich in der FAJ mit und die lernte ich dann auch im ISO kennen, durch den ISO, und habe dann die Frau geheiratet, die leider zu früh gestorben ist. Die war eben auch ziemlich aktiv und mit meiner Frau, habe ich ja auch erzählt, sind wir ja abends auch in der Nazi-Zeit, als diese Kristallnacht war, zu den jüdischen Familien gegangen und haben da geholfen. Ne? Habe ich ja beim letzten Mal erzählt. Ja. Ja.
In dem Sinne kann ich sagen, ist das mein Werdegang. Mhm. Ich kann sagen, dass meine Kinder zumindest den Weg zur Partei gefunden haben, alle. Meine älteste Tochter ist Stadtverordnete, ist die Frau Pongias. Das ist meine Tochter, die ist Stadtverordnete. Und, oh Gott, mein Sohn ist auch eine Partei, aber der hat da oben am Flughafen den Fußballclub und da geht der ganz weit drauf, wo ich auch Vorsitzender bin. Der ist zwar in der Partei, aber kümmert sich wenig um die Arbeit. Wogegen meine anderen Schwiegersöhne und Töchter schon aktiver mitarbeiten, auch in der Parteiarbeit. So, damit bin ich eigentlich zufrieden, dass das, was ich begonnen habe, als Früchte getragen wurde. Ja, Früchte getragen habe. Ja, Wir sind alle arbeitslos. Ja, meine Frau, meine Tochter, die Pongias, der ist Grieche, ne? Der arbeitet auch aktiv in der Partei mit, aber wirklich aktiv. Ja, kann man so sagen. Bei Wahlkämpfen und so weiter und so fort. Also ich bin mit meinen Kindern auf dem Gebiet, aber auch sonst sehr zufrieden. Ja, hast du gesagt. Wie sah denn so die inhaltliche Arbeit aus, so nach 45? Also zuerst waren Sie beim Jungsozialisten. Ja, Jungsozialisten. Also, woraus bestand denn da so die? Ja, erstmal in der Hauptsache erstmal politische Schulung. Denn das waren ja zum Teil junge Leute, die so, wenn ich an die denke, die dabei waren, Anneliese Mayer oder die Friedrich Strebeck oder die Scholz, ja. Die da alle bei waren und auch die Jungs, die heute in der Partei noch mitarbeiten, die mussten uns erstmal schulen. Und da ich durch den ISO ja eine Grundschulung hatte im Marxismus, Leninismus oder überhaupt im philosophischen Materialismus, konnte ich das, was ich auch noch so hatte, aus dieser Zeit wusste und mich natürlich mit Büchern dann selbst dran gemacht, was ich an Büchern fand, habe erstmal richtig theoretische Schulung gemacht, damit wir ein Grundwissen in der Partei hatten. Ja, und sonst. Was waren denn so die Inhalte dieser Schulung? Zum Beispiel über Marxismus. Ne? Also über den richtig die Lehre des Marxismus, die Marx durchgenommen. Und der Leninismus. Und damals waren in der ersten Zeit waren wir Jüngeren ja noch so etwas dafür, weil die Hoffnung auch noch bestand, dass eventuell doch mal die beiden Arbeiterparteien zusammengehen. Nicht? Und deshalb waren wir, muss ich zugeben, vielleicht gehörten wir zu dem Kreis, die Linker waren als Sozialdemokraten. Bei uns gibt es eben durch den großen Kreis, gibt es eben Leute, die zu Marxismus anders stehen, als andere, die weiter links stehen. Nicht? Und da haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ja, und dann kamen die Fragen, das war ja auch damals der Aufbau in der Stadt und alles das kam dazu. Es ging um Jugendheime, wir hatten ja früher nichts, hatten nicht ein einziges Jugendheim, richtig in Jugendheim, als wir Richard Wagner Straßenstelle war, glaube ich, das erste, was da entstanden ist. Welches? Richard Wagner Straßenstelle. Ja, von der sozialistischen Gemeinschaft. Nein? Wir hatten aber auch kaum städtische Jugendheime. Wir hatten damals die Holzstraße, die bestand. Was hatten wir noch? Wir hatten kaum. Ich weiß noch, dass ich, dann war ich auch Vorsitzender, lange Zeit Vorsitzender des Jugendringes hier in Mülheim. Nicht? Über 10 Jahre ich Vorsitzender des Jugendrings. Und habe in meiner Eigenschaft als Vorsitzender, das war übrigens auch eine gute Sache, ungefähr 3 oder 4 Wochen, so bevor die Schüler entlassen wurden, eine Klasse nach der anderen in den Entlassklassen im Jugendheim gehabt. Dann kamen die morgens um 8 und wir blieben bis nachmittags um 4, frischen Mittagessen und so weiter da. Habe ich im Jugendheim mit den Klassen über die Bedeutung der Jugendarbeit gesprochen, damit die Jugendlichen also weniger politisch, obwohl ich mein politisches Akzent da reingab, aber ich musste eben als Vorsitzender des Jugendringes über alle Jugendorganisationen sprechen, um den Jugendlichen zu zeigen, wenn ihr jetzt aus der Schule kommt,
gibt das und das und das als Angebot. Nicht? Das war ja nicht so alles organisiert wie heute, dass die Schüler das so ohne weiteres wussten, wo jede Jugendbewegung auch an schwarze Bretter ihre Dinge anhängen konnte. Damals war das dann noch schwieriger. Ja, und unsere politische Arbeit in der Partei bestand eben darin, wie es heute zum Teil auch besteht, da wo wir Forderungen der Jugend durchzusetzen versuchten. Ne? Ja, gingen dann alles so konfliktfrei ab, das kann ich mir nicht vorstellen, so zwischen, sagen wir mal so, den ersten Programmen der SPD nach 45 bis zum Godesberger Programm ist ja noch ein weiter Weg hin gewesen. Ne? Wie hat sich das denn so in Mülheim dargestellt? Da kann der Alfred ja auch so sagen. Diese großen Schulungen, ich meine, wir im Speldorf, ich denke immer wieder an den Ausspruch von Kurt Peters, der das immer da so fixiert, indem er sagte, wir in Speldorf sind der Sauerteig der Partei in Mülheim. Nicht? Bei uns wurde wirklich hart diskutiert, auch politisch diskutiert auch über bestimmte Themen. Nicht? Wir griffen auch Themen des Marxismus und. Aber darüber kann der Alfred viel mehr erzählen aus dem Distrikt, was auch hinterher wieder in den Unterbezirk hineingetragen wurde. Ne? Ich möchte fast sagen, was ich so in Erinnerung habe, für uns waren ja zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir vernünftige Schulen kriegten, dass wir Jugendheime kriegten, dass wir Kinderspielplätze kriegten und. Dass Wohnungen gebaut wurden. Das waren ja die Hauptanliegen damals auch einer Partei. Wohnungsnot war ja groß, war ja alles dafür. Ihr müsst euch folgende Situation ausmachen. Wir hatten einen Zusammenbruch. Und wir wissen ja aus der damaligen Parteisituation, egal ob es von der CDU war, ob es von der SPD war, von der KPD war, der Faschismus und der Kapitalismus in einer zusammengeknüpfte Form von Tunesien, die sind am Ort. Es wird jetzt eine neue Zeit kommen, und zwar ist eine Zeit des Sozialismus, ganz klar. Und da wir uns unter Sozialismus anderen vorstellen können, wie CDU, waren wir da, wie Fritz sagte, interessiert, unsere Gedanken zu spezifizieren, da haben wir Schulen gemacht. Echte Schulen über Sozialismus kamen wir zwangsläufig über Marx, über Engels, Lenin kam dazu. Was ist der Weg? Was tut? Wir hatten also da eine derartige heftige Grundsatzdebatten, dass wir uns da tatsächlich damals gegenseitig oben nicht befeindeten. Haben wir nie getan. Wir hatten eine wunderbare Zusammenarbeit. Das war nach meines Wissens war auch der einzige Distrikt, der sich mit diesen Dingen beschäftigte. Wir haben bei uns Ewald Brühl gehabt zum Beispiel. Versammlung, der sprach über konstruktive sozialistische Frage. Wie machen wir das? Wir können natürlich nicht die Stadt sozialisieren, das wussten wir alle. Wir brauchten also die Macht. Und wir waren uns klar, dass wir hier eine Zeit lang die Macht ausüben mussten. Und die Macht zu erringen bei diesen Leuten, die zu 90% in einer mehr oder weniger gezwungenen Abstimmung durch die Nazis, den Nazis ihre Stimme gegeben haben, in Bezug auf Ja und Nein, vielleicht bekannt die Partei. Denn nicht alle haben die freiwillig getan, aus Angst, sagen wir mal. Ja? Und die Nazis haben ja auch manipuliert. Abstimmung war öffentlich sozusagen, stand erst damals, und die Auszählung war geheim, nicht ähnlich. Aber wir müssen uns so im Klaren sein, dass wir eine Masse hatten, die mit dem Kommunismus, mit dem Sozialismus, unserer Art, die Sozialdemokratie, gar nichts mehr zu tun hat. Die kannten das nicht, die hatten nur noch den Faschismus. Und wir mussten jetzt in diese Lücke reinstoßen. Bei unseren eigenen Genossen haben wir noch narzisstischen Grund getan. Ne? Und ich weiß noch genau, wir hatten immer noch die Einladungen, die wir druckten, aber bei Papier. Die Papier mussten wir damals die erste Zeit uns organisieren. Das ist so ein paar alte Schwarten von Schiller, leider. Wunderbare Sachen, die wir heute noch antiquarisch das verwenden können. Die habe ich zum Papierhändler gemacht, der wog sie ab und kriegte für so und so viel Gramm oder einen Zuschein Papier, da hat der Teebach unsere Karten gedruckt.
Da war, kam uns weit entgegen. Ich habe hier so ein paar Auszüge. Ich habe nicht mehr die Karte, die muss ich einfach fahren. Aber ich habe es hier. Da habe ich unten mal einen Leitspruch gemacht bei der Einladung. Ja, auf den Karten. Zum Beispiel, in der gesellschaftlichen Produktion unseres Lebens, so standen schon unsere Leute an, die diese Einladung erging. Das wurde verstanden. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens geben die Menschen bestimmte Notwendige von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktionsverhältnisse entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer, politischer Überbau erhebt und mit welcher bestimmte gesellschaftliche Musterform entsprechen. Karl Marx als Student, kennt ihr ja, das ist ja eigentlich die Grundthese des dialektisch-materialismus. Ne? Den kenne ich heute schon auswendig. Ne? Und dann einmal haben wir anders gekriegt. Zweitens. Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten, denen man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen. Das sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft. Die gingen dann als Leitmotiv mit. Also ich wollte damit nur sagen, dass wir also in dieser Beziehung schon eine ganz schöne Stufe, gesellschaftliche politische Stufe erreicht haben. Und deswegen war es bei uns auch im Distrikt später möglich, dass wir auch Verbindungen mit der damaligen KPD genossen haben. Wir hatten auch da mit der KPD in Mühlheim und später einige gemeinschaftliche Veranstaltungen. Ich konnte sie nicht mehr entdecken, aber ich habe in diesem Buch, habe ich das entdeckt, dann hat wahrscheinlich einer da drüben gemeldet, wurde ja dann nachher außerordentlich scharf beobachtet und das kam dann auch zum Vorstand hin und dann steht das hier in diesem Buch drin auf Seite 316. Also mit der einen Formel KPD steht hier taktischen Gründen, die ehrliche Absicht, die Einwanderung, die Einwanderung, die Demokratie sind, das steht es weiter. In dieser Hinsicht war die SPD in Mühlheim von Anfang an außerordentlich erhörend. Er habe Erfahrung, bemerkte Heinrich Stöhn im Frühjahr 1946, dass im Distrikt Spelder eine gemeinschaftliche Funktionärssitzung der SPD und KPD stattgefunden habe. Das könne er unter keinen Umständen gutheißen und zulassen. Im letzten Rundschreiben habe er deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er über Verschmelzungsfragen oder über engeres internes Zusammengehen allein der Hauptvorstand entscheidet. Er könne nicht zulassen, dass ein Distrikt durcheinandergebracht werden, sondern müsse verlangen, dass die Richtlinien unter allen Umständen eingehalten würden. Das schließt natürlich aus, dass von Fall zu Fall eine Zusammenarbeit mit der KPD erfolge, wie es bisher schon immer gewesen ist. Er beschaf Rüge und sie wurde nicht zurückgenommen, obwohl ein Vorstandsmitglied beschwichtigte, dass es sich um ein privates Zusammentreffen handelt. Eine sofortige Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien sei abzulehnen, weil noch nicht das nötige Vertrauensverhältnis da sei, eine enge Zusammenarbeit aber notwendig, um nicht wieder die Reaktion aufkommen zu lassen. Ob denn aber auch Zusammenkünfte mit KPD unter KPD-Leuten untersagt seien, in denen grundsätzliche Fragen des Sozialismus die diskutiert würden, das galt für uns. Der erweiterte Vorstand vertrat die Ansicht, dass auch dies zu beurteilen sei. Innerhalb der eigenen Partei gäbe es dazu Möglichkeiten genug und so weiter. Es gibt ein paar Stimmen. Da wollte man mich mal anfragen, und da war so ein blöder Antrag von, darf ich immer sagen, du hast das damit auch. Der soll ich ausmachen? Mach mal. Der Mann ist so wichtig. Dass wir einfach bei den Stadtverordneten waren, von den Bezirken, die uns zur Verfügung gestellt wurden, zu einer Zeit, zum Anfang an, immer diese Bezirke auch für uns holen. Nicht? Das setzt also voraus, dass wir wirklich gearbeitet haben, denn Spöller war doch damals, wenn man so das Anders-Morning-Viertel denkt und Prinzenhöhe und andere, ich meine, das waren doch alles andere als Arbeitergegenden. Und Spöller war, als ich anfing, da noch, als wir da oben anfingen, noch verhältnismäßig wenig besiedelt. Nicht? Da war die alte Siedlung da. Eure alte Gegend da, das war noch nicht die Lindenstraße, Teutonenstraße, Veilchenweg, Nelkenweg, ja, und dann die Siedlungen da hinten in der Karlsruher Straße, die da um 27, 28 erbaut wurden. Aber zum Arbeiten mal inzwischen sage, wie viel gearbeitet worden ist, nachts mit der Schiebkarre losgegangen, nicht?
oder mit dem Bollerwagen Plakate angeklebt. Und eine Stunde später hatten sie wieder abgerissen, die Nazis. Dann sind sie wieder los und haben Nazis wieder neu. Nicht, die und haben Leitern, wer weiß wie hoch, und also haben wir angeklebt. Das war wirklich interessant. Urlaub geopfert, drei Wochen lang in Urlaub geopfert vor Wahlen. Die jungen Leute, was früher an Wahlkampf geleistet wurde, heute gehen sie über Tag, ne? Da haben sie einen LKW, wo alles drauf ist und die können über Tag. Und wir gingen abends im Duster, gingen um 10 Uhr los. Ich vergesse nicht eine Wahlnacht, da gingen einen Wahltag an, einen Wahlsonntag. Da waren wir, glaube ich, zu dritt, Oskar von Felde, du und ich. Da hatten wir so einen kleinen Kerken, hatte der sich gebaut, der Oskar von Felde, ein Waschkessel voll Kleister drauf und unterwegs. Ja, und wir sind so morgens um 3:30, da kommen die natürlich von der Monning besoffen zurück. Vergesst dann nicht, da stehe ich auf der Leiter und ein Mast. Jeder wollte natürlich mit seinem Plakat am höchsten sein, damit das nicht noch überklebt werden konnte. Und da kommen so besoffene und Schotteln an der Leiter. Ich weiß nicht, ob du einen Quast in der Hand oder irgendeiner sagte, wenn er jetzt nicht abhaut, der kriegt den Quast. Hat er normal geschüttelt, der hat ja einfach. Ich meine, so interessante Dinge. Als der Rainer früher, der ging dann als Junge schon mal als 12-Jähriger mit, auch meine ganzen Kinder und die Freunde von meinem Sohn. Dass ich, als ich dann zum ersten Mal den 24er-Bezirk da oben hatte, das war. Monning, Prinzenö und, Jägerhofstraße, alles das. Dann gingen mit mir, gingen 4, 5 Jungs, nicht? Ich sagte nur immer, weil wir ja nicht die irgendwo hinwarfen, sondern wir haben angestellt, ich habe gesagt, ihr stellt an und tut, und wenn keiner öffnet, tut er in Flugblätter verteilen. Ne? Haben die Kinder mitgemacht, das war für eigentlich, die ja... Eigentlich die Stadtab, aber ist gemacht worden. Ach nee, was heißt Stadtab? Ich war, die waren ja nicht alleine, ne? Ich konnte ja nicht, das hätte ich überhaupt nicht geschafft, in jeden Vorgarten alleine reingehen, da die Flugblätter reinbringen. Aber das war noch eine Zeit des Wahlkampfes, da brauchte man einfach noch Zeit und Idealismus dazu. Okay? Und dann, wenn man es in der Woche macht, und früher wurde Samstag noch gearbeitet, genau. Und wenn wir Freitagsabend unterwegs waren, ja, mussten wir am anderen Morgen um 6 Uhr aufstehen auch wieder. Da kam man vielleicht nach Hause, konnte sich umziehen und zur Arbeit gehen, nicht so war das früher. Früher wurde ich ja von 6 bis 6 noch gearbeitet, nicht wie heute Samstag. Ja, und ich meine, und was Albrecht sagte, unsere politische Schulung und der Gedanke der Einheit hatte sich ja gebildet in den Konzentrationslehren. Nicht? Deshalb war für uns junge Leute, ich meine, ich habe das Glück gehabt, weder im Gefängnis noch, aber auch durch gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die ich beim letzten Mal erzählte, die wir einfach im ISO gemacht hatten, wo jeder den anderen Wohnungen kontrollieren musste, damit er keine Adressen rumlagen, ne, und so weiter und so fort. Ich hatte das dem Alfred noch erzählt. Es war unvernünftig von Leuten der Roten Hilfe zum Beispiel, dass die in der Nazizeit noch Listen hatten, wo sie gesammelt hatten. Ne? Mit Adressen. Richtig, braucht nur einen anderen Tag hinzugehen und sagen, immer. Du hast da einen Tag gespendet. Ne? Naja, also sowas gab es in meiner Umgebung einfach nicht. Da waren in der Nazi-Zeit waren einfach Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Und wollte nur sagen, und wir waren jetzt nach 45 das Gefühl, Mensch, den Faschismus haben jetzt einige überlebt, die weitermachen wollen. Und warum sollen wir uns jetzt nicht auch, wenn sie im KZ gemeinsam den Faschismus bekämpft haben, sollten wir das jetzt nicht auch tun. Und ich vergesse nicht, Herbert Brüggemeier ist ja damals noch Mitglied dieser Einheitspartei geworden. Ne? Was? Oder wohl? Auf jeden Fall ist er ausgetreten aus der SPD, weil er mit dem nicht einverstanden war, obwohl wir hier eingesehen haben, es kommt nicht zustande und schließlich wollten wir auch nicht unter, wie soll man sagen, unter russischer Regie da eine Einheitspartei haben, wo ja wir vielleicht eine Partei gehabt hätten, aber wahrscheinlich keine demokratische Partei. Also das demokratische Grundprinzip, das ist auch das, was mich immer vor 33 von der KPD ferngehalten hat, weil da doch letztlich die Diktatur herrscht. Und bei uns, oh Gott,
konnte man auch gegen Panzerkreuzer und so weiter nicht an, aber immerhin, man konnte dagegen wettern, auch innerhalb der Partei. Ob man damit durchkam, war eine zweite Frage. Ja, mich eigentlich jetzt doch nochmal so dieser Bereich da der Diskussion oder der Entscheidung um die Frage, also jetzt Einheit der beiden Arbeiterparteien oder nicht, nochmal ein bisschen genauer interessieren. Jetzt, was Sie gesagt haben, Herr Dings, das hörte sich so an, als es also darum ging, konkret zu werden, also jetzt die Einheit herbeizuführen oder nicht, da ist man noch ein bisschen der Vorstellung erlegen, die KPD wäre dann so übermächtig, dass die sozusagen allem anderen ihr Gewicht überstülpen und ihr ideologisches Weltbild auch überstülpen würde. Ja. Was ich eben vom Alfred gehört habe, das war so mehr das Druck von oben sozusagen, vom Vorständen schon gekommen ist, die gesagt haben, also da unten an der Basis mit der Diskutiererei und der Anbieterei und der Zusammenführerei, das hört auf. Ja, da hat Alfred im... Können Sie bald vielleicht nochmal, vielleicht bestehen auch unterschiedliche Einschätzungen, was nun letztendlich das bewirkt hat, dass die SPD... Ich würde auch das nicht widersprechen, denn schließlich war die Einheit ja nicht von der Basis zu erledigen. Das musste also in Gesprächen zwischen damals Kurt Schumacher und unseren Spitzenleuten, mit den Spitzenleuten der damaligen Partei aus dem anderen Gebiet Deutschlands geschehen. Und ich weiß nicht, welches Wort, damals war hier in Westdeutschland Max Reimann, der war damals die Sprecher von der KPD. Auf jeden Fall wurden die sich nicht einig und wir von der Basis her, persönlich sagen soll, wenn die Sorge hätte ich natürlich gehabt, in der Einheitspartei hätte zumindest das demokratische Grundprinzip das Entscheidende sein müssen. Das wäre für mich entscheidend gewesen, obwohl Karl Marx ja sagt, auch Lenin hat ja seinerzeit gesagt, Herr Gott, wir können nicht ein feudalistisches System, wie es in Russland umstürzen und von heute auf morgen die Demokratie einführen. Wir müssen jetzt erstmal die Ideologien des alten Systems bekämpfen und auf unsere Arbeiterbewegung von oben etwas draufdrucken. Weil er sagt, der Übergang von diesem russischen System in die Demokratie geht nicht nahtlos, sondern wir müssen also selbst etwas machen. Da hat war mein die KPD so stark den Eindruck vermittelt damals hier, also nach 45, 46, 47, dass sie also darauf hingearbeitet hätte, bei einer Vereinigung da ein Übergewicht zu erzielen. Ich meine, ist das so in Diskussionen immer so deutlich geworden, gerade jetzt an der Basis? Oder die KPD. Denn deutsche Verhältnisse damals waren ja doch auch etwas anders als der Zarismus. Ja, ich möchte aber doch sagen, unsere deutsche KPD, auch im Westdeutschen, war doch sehr russlandorientiert. Nicht so wie heute die italienische oder vielleicht auch in etwa die französische KPD oder KP, die auch ihr nationales Interesse sehen würden und demokratische Grundformen gelten lassen würden. Hier würde man wahrscheinlich doch erstmal das Prinzip, hätte man uns aufstülpen wollen, wäre vielleicht auch notwendig gewesen bei der Machtübernahme, dass man einige Kräfte, in der Verwaltungshierarchie noch drin waren, einfach mit Macht rausgedrängt hätte, um da schon einen anderen Geist. Wenn man heute noch an viele Richter und denkt, ne, dann hat man den Eindruck, sie sind vielleicht Wahldemokraten geworden, aber ob sie innerlich Demokraten geworden sind, ich hatte so das Gefühl, gut, wenn ich wüsste, so 3, 4 oder 5 Jahre Diktatur und das wäre eine ideologische Bereinigung geworden, hätte ich dem zugestimmt. Aber nach 1945 war ja die Revolution von 17 in Russland
schon einige Zeit hinter sich. Und da hätte man sich natürlich sagen müssen, vor Klicks nochmal, nach 25 oder wie viel, oder 28, 30 Jahren, da müsste ja sich das demokratische Grundprinzip, wenn man es wirklich wollte, durchsetzen. Nicht? Und da, Gott, auch in Schulung mit Dr. Jakobs, der ja auch, obwohl ich sagte, wir waren KPD-Leute und SPD-Leute in dem ISO, sah er auch die Gefahr der Diktatur, und zwar nicht nur politische Diktatur, die Diktatur wirkte sich ja auf das Geistige, auf das künstlerische Leben, auf alles, auf die Wissenschaft und aus. Ne? Und das ist eben doch die Gefahr in der Diktatur. Ja, nur, also mich verwundert das jetzt umso mehr, weil gerade Sie aus persönlicher Erfahrung ja auch sehr eng Kontakt mit Marxismus, Leninismus hatten, wie die Schulungen sehr intensiv geistig auch damit auseinandergesetzt haben. Bestand denn dann zum Beispiel auch in den Schulungen eine durchaus kritische Haltung zum Sowjetsystem? Wie gesagt, ich fange mir gerade noch den Leiter an. Also auch vor 33. Oder wie wurde denn das auch aufgefasst? Wurde dann also auch gesagt, also der Sozialismus in der Sowjetunion ist jetzt erstmal das Bestmöglichste, was an Sozialismus da ist? Oder wurde also auch durchaus kritisch? Ja, gut, nee, das war, aber es gab damals ein, ich weiß nicht mehr von wem das war, ich glaube von Pfeiler, Experiment des Bolschewismus. Das kam so um 31, 32 raus, das Buch. Ich weiß nicht mehr den Vornamen, ich meine Pfeiler, dieser Experiment des Bolschewismus. Das haben wir sehr diskutiert in diesem Kreis, in ISO vor 33, und haben uns gesagt, gut, solange das Experiment ist, vergleich das mal heute mit unserer Gesamtschule, solange das noch Experiment ist, läuft zwar noch nicht alles, nicht? Aber wir haben uns gesagt, einmal müsste ja auch so ein Gesellschaftszustand aus dem Zustand des Experimentes herauskommen und muss sich konsolidieren. Nicht? Und da haben wir uns auch im ISO schon damit kritisch auseinandergesetzt und sahen natürlich auch Verhaftungen. Wenn ich dran denke, wie Stalin Trotzki abgeblitzt hat und vieles andere, nicht? Das haben wir alles auch im ISO besprochen, sodass wir schon auch eine sehr, sehr kritische Haltung vor 33 zu Sowjetrussland hatten. Nicht? Aber immerhin lag uns das sowjetische System näher im Grunde, weil es im Aufbau war, einen veränderten Zustand herbeiführen wollte, auf dem Weg, wo wir sagen, zum Sozialismus, wogegen der Kapitalismus ja von vornherein die arbeitenden Interessen, die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gar nicht versteht. Ne? Ich darf dann mal auf die Frage zurückkommen. Das muss man damals ganz genau definieren. In der Partei SPD gab es auch zwei Richtungen. Eine Richtung, die kam von Prag, also die Prager Emigration. Eine Richtung, die kam von England, Amerika. Und die Prager SPD, die hat ja mit der KPD 1938 im Grunde Prager Manifest eröffnet, auf eine einheitliche Partei damals hingewiesen wurde. Und haben gesagt, da wird sofort, wenn wir den Kampf beenden, wir werden eine Einheitspartei machen. Das ist ja nachzunehmen. Und nach 1945 waren natürlich diese Gruppen hier auch da. Ich glaube, auch durch den Prager Manifest positiv Stellung zu nehmen. Aber wer kannte denn das Prager Manifest? Und jetzt kommt die Tatsache, dass wir von vier Besatzungsmächten beherrscht wurden. Denn wir wissen ja, dass zum Beispiel in Düsseldorf im Landtag ein Sozialisierungsgesetz angenommen wurde, wo die englische Besatzungsbehörde so gesagt hat, kommt die Frage weg. Also das war gar nicht so einfach. Und während in der russischen Besatzungszone diese Hemmnisse nicht waren, also die Gedanken, dass die sich zusammenschließen konnten und ein bisschen Druck hinter auch dafür, haben wir hier in Mülheim-Ruhr zum Beispiel, das geben wir von der russischen Besatzungszone aus. Denn die KPD war in Mülheim eher zugelassen wie die SPD. Das darf man festgestellt werden. Wir waren sehr enttäuscht, weil wir glaubten, zu einer Einheitspartei zu kommen. Genau wie zu einer Einheitsgewerkschaft.
Der erzählte mir zum Beispiel von Hühnerstein, wir müssen uns zuerst bilden, damit wir uns verschmelzen können. Also solche Kunstkonstruktionen machen wir. Das war ja kompletter Irrsinn. Denn wenn mal diese Gruppen standen, waren sie einmal organisatorisch gefestigt und da kam der Apparat. Und jetzt wurde natürlich alles getan, um, wie schon vorgelesen hatte hier, geht mal weiter, lest jetzt weiter, weil das Thema jetzt angeschnitten wurde. Es war nicht so, dass hier von Mülheim und von Oberhausen und so weiter das Schild geschwiegen wurde. Der Meinecke, der ist zum Vereinigungsparteitag nach Berlin gefahren. Ich konnte nicht, weil ich kein Freikrieg wie auch hingefahren bin. Das Himmel, da ich gefahren bin, wurde mir erzählt, bin ich hingefahren, weil ich nicht konnte. Und der ehemalige Bezirkssekretär der SPD, Huschke, der war ja Mitglied der SED geworden. Der Bezirkssekretär der SPD, der Schüler war nebenbei bemerkt. Und da gibt es eine ganze Reihe, die waren grün, die waren alle da. Die kamen mit Koffern zurück, mit Bildern, was wir nicht hatten, die Bars und so weiter. Die haben wir ja damals verkauft bei unserer Grundgebung. Also es war schon so, dass wir hier Schwierigkeiten hatten, und zwar von der Besatzungsmacht. Und jetzt kamen auch Sozialdemokraten drüber, der Rost zum Beispiel, der die Batz, das ist ein Sozialdemokrat, der eine amerikanische Uniform trägt, aus Amerika. Und die hatten ja eigentlich kein Interesse an diesem, was die in Prag damals bildeten. Er saß ja mit dem Konzentrationslager. Wir, die wir hier da waren, wir hatten diese Hemmnisse nicht. Wir hatten auch Vertrauen in den. Aber die Tatsache, dass die KPD sich zuerst gegründet hat und großtönen, wir sind hier dran, jetzt waren die anderen dran, jetzt kommen wir mal dran. Und gewannen bei den Wahlen, den ersten Wahlen 5,7% Stimmen, 6,7%, Großstädten 6,7%. Und da sahen wir, wie klein die Partei war. Und wir bekamen immerhin nur schon zu 32 Parteien. Ne? Das war Prozent. Da kam es natürlich hin, da war die Partei doch schon abgemeldet. Ne? Dürfen wir doch mal ganz klar aushalten. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass wir damals schon keine Erfolge hatten, nach 45 Jahren. Und dann gab es natürlich diese komischen Berichte, die zurückkamen von den Kriegsgefangenen mit den Verträgen. Die kamen jetzt wie in der Welle immer mehr. Lieber. Und die haben natürlich den Gedanken der KPD, die ja damals stalinistisch. Alles, was Stalin tat, war hundertprozentig. Und wir wussten, dass es nicht hundertprozentig war. Aber wir konnten mit den Leuten nicht reden, nicht wahr? Stalin und die Volksecho, das Blatt der KPD, überschlug sich im Nationalismus, als die Abbauermaßnahmen damals von den Alliierten haben bezüglich der großen Werke damals bekannt gegeben wurden. Da erschien das Blatt mit den großen, dicken Umrandungen, Trauerumrandungen bei der Demontageverordnung bei den Alliierten, die gar nicht durchgeführt wurden, weil jetzt die Alliierten jetzt plötzlich sagten, da kommt das hier, wir haben ganz Schwein geschlagen, ja, ich habe schon gehört, da müssen wir Deutschland hier, das brauchen wir nochmal für die kommenden Auseinandersetzungen. Und das ist die Frage, da haben wir uns zu verantworten, haben wir da wirklich etwas versäumt? Ich sage ja. Wir haben was gesagt. Ich hatte keine Angst gegenüber den Leuten. Ich hatte keine Angst. Ich habe immer gesagt, wenn wir die Leute Lampen machen, wie ich nicht. Die hätten ja in jeder Abstimmung werden die unterlegen gewesen. Ja, die waren doch gar nicht in der Lage. Wie hieß doch der erste Bürgermeister der von Dünken? Ach, der Jungs. Nee, der Gauss. Günter Gauss. Die waren uns ja in der Menge unterlegen. Wir hätten also bei jeder Abstimmung in der Partei, wenn sie sich auch sozialistische Einheitspartei halten, hätten wir, die Sozialisten, sagen wir mal, Sozialdemokraten, gegenüber den Kommunisten, die Stalinisten waren, immer die Mehrheit. Also es konnte hier nie so werden wie in der DDR, damals so wenig. Ich habe das damals mit sehr großer Aufmerksamkeit verfolgt und ich habe ja gedacht, ich habe ja auch damals mit der Besprechung mit Brüggemeier und aus, dann der Schiffer aus, ich sagte, ich sehe keine Möglichkeit, zumal ja die Alliierten die Bildung der Einheitspartei abgeworfen. Da habe ich auch gedacht. Die Alliierten haben hier der Kommunistischen Partei die Namensänderung verboten. Die nannten nicht mal Sozialistische Volkspartei. Haben sie nicht mal nennen wollen. Die haben die Zustimmung nicht bekommen. Die durften SVP, sondern die mussten die KPD weiter. Bekannt? Der Feuer. Ja, Also ist nicht genehmigt. Ja, dann, ich
habe eben abgebrochen, das zur Aufklärung dieser Situation. Nicht nur, damit wir hier nicht mit Schuldgefühlen weitergehen, mit der jungen Generation. Die fragen ja immer, wie konnte das kommen, 1933? Wie konnte das kommen, 1945? Denn der Kapitalismus hat sich ja hier wieder fein restauriert. Das können wir sagen. Wir denken uns an die Sachen, die die IG Metall gestellt haben.